So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs Legion. Wir werden jetzt hier mal gucken, was wir hier machen können. Drehen das hier nicht. Wir machen das hier. Drehen das hier rüber. Drehen wir das hier. So. Sperren das. Das hier so rum. Drehen das noch da. Gut unterbrochen. Kann so anders sein, ne? Das sollte passen. Die Mikrochips funktionieren nicht mehr. Kevins goldene Gans ist im Backofen. Bagley, an deinen Scherzen musst du noch arbeiten. Verlasse besser den Bereich, bevor dir dasselbe passiert, okay? Entkomme dem Gebiet. Hier. Zwei, drei, vier, zwei Minuten, ja. Okay. Wir haben genug, Detzek. Ich gehe jetzt zu meiner Kontaktperson im Büro des Kronanwalts. Ich darf keine Zeit verlieren. Mary Kelly ist endlich erledigt. Danke. Enttäuschen Sie uns nicht, Caitlin. Wir sind noch nicht fertig. Es gibt noch Leute, die von Mikrochips kontrolliert werden. Wir müssen ihnen helfen. Mary Kelly wird jeden Moment realisieren, dass ihre persönlichen Sklaven keine mehr sind, sondern eher potenzielle Zeugen. Wir sollten sie fassen, bevor sie die Zeugen zu Leichen macht. Das darf nicht passieren. Das macht Caitlin zwar einen Strich durch die Rechnung, aber wir müssen auch den letzten Leuten helfen, die von ihr bedroht werden. Die Festung der Kellys ist bei der Sandstone Residence. Ich habe es auf der Karte markiert. Keine Absicht. Marktschließung. Jawohl. Ah. Wow, meine Mama wäre stolz. Ich bin echt krass. Detzek macht Spaß. Detzek hätte dich nicht angeheuert, wenn du dich leicht umlegen lassen würdest. Okay. Danke, Bagley. Schätze ich. Gib nicht zu viel auf Bags hilfreiche Kommentare. Hervorragende Arbeit. In Ungnade gefallen, oder? In Ungnade gefallen, oh, hier. Ah, siehst du, jetzt kommen wir in den Scheiß rein. Dann machen wir Folgendes. Dann hauen wir jetzt mal den Herrn. Ja. Unser Adrian Pierce. Jawohl. Hallo, hast du Zeit, die Welt ein bisschen besser zu machen? Immer doch. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich schicke dir ihren Standort. Nee, brauchst nicht mehr. Ich falsch hier. Mary wird vermutlich ohne Rücksicht auf Verluste aufräumen. Und sie kontrolliert noch die Mikrochips in ihrer Nähe.
Wir müssen sie im Sicherheitssystem deaktivieren, wenn nicht alle sterben sollen. Verstanden. Okay. Okay, auf geht's. Okay, gehen wir weiter. Das ist hier. Ehrlich? Oh. Ah, ehrlich, scheiße. Oh Mann, ey. Da weiter, wo dein Teammitglied aufgehört hat. Das bringt dir sicher Dank ein. Behalt jeden im Auge, der im Krankenhaus landet. Stop! Hey!
Wo ist denn hier die Treppe? Ich brauche die Treppe. Okay, finden wir den Scherzkeks. Sie sind sehr gehorsam, weißt du? Nicht so wie Menschen. Menschen sind faul, oder nicht? Sie tun nicht, was man von ihnen verlangt. Und wenn du ihnen den Rücken zudrehst, versuchen sie, dich zu erdolchen. Verdammte Egoisten, was anderes sind sie nicht. Aber Hunde, Hunde gehorchen einfach. Sie haben keine Hintergedanken und keine faulen Tricks im Sinn. Sie leben einfach nur für dich, loyal bis zum Ende. Einfacher geht's eigentlich nicht mehr. Aber von Menschen einfach nicht zu verlangen, von diesem ganzen nutzlosen Haufen, genießen nur Hunde mein volles Vertrauen. Cool. Erledigt. Schau dir das an. Komm doch, abschau! Danke, Mist! Kein Tricksteil! Oh, dann komm doch! Warte, komm! Oh. Peter! Boah, die Sau, ey. Fuck. Okay. Na, wenigstens sind die Chips deaktiviert. Mary hat sich in ihrem Büro unten eingeschlossen. Aber der Hauptrechner kann den Aufzug wieder einschalten. Oh, und es sind Wachen unterwegs, also versuch nicht zu sterben. Oh, na toll! Beim Hauptrechner bleiben, damit ich den Aufzug zu Marys Büro wieder in Gang setzen kann. Die blöden Chips sind kaputt. Ich bin im Büro. Rottet diese Schädlinge aus. Gib schon auf und verschwende nicht meine Zeit. Peter ist tot. Schafft eure nutzlosen Ärsche her und tötet diese Kakerlaken. Wo sind denn alle? Kommt schon her! Macht euren scheiß Job! Die Aufzüge laufen. Du kommst jetzt in Marys
Büro. Und Inspektor Lau meldet sich. Sie ist nicht gerade glücklich, fürchte ich. Datsack, was zum Teufel tut ihr da? Wir hatten eine Abmachung. Wir machen's auf meine Art. Darum haben wir doch die Beweise gesammelt. Ich habe die nötigen Papiere. Verhindern ihre Papiere, dass sie ihre Sklaven umbringt? Die Frau ist irre, Lau. Wir haben keine Zeit, das noch einmal zu diskutieren. Geh rein und hindere sie daran, etwas Schreckliches zu tun. Ich bin unterwegs. Mein Gott, lade nicht immer nach, ey. Ja, ist ja gut. Also da oben ist es, genau. Da muss ich gerade mal hin. Da muss ich gerade ein bisschen Munition einsammeln. Das ist das gut. Einmal Munition. Ich bin so wenig dahin reingelaufen, ey. Okay. Oh Mann. Eieiei. Ich brauche keine Mikrochips, um euch Arschlöcher in die Organe rauszureißen. Oh. Datsack, nicht wahr? Na, euer Timing ist gut. Die Polizei ist schon unterwegs. Oh, das nehme ich an, Schätzchen. Alle stehen bleiben. Zurück von ihr. Mary Kelly. Sie sind verhaftet. Bitteschön, Inspektor. Ich vertraue auf die unendliche Gnade des Gerichts. Aber rechnen Sie lieber nicht zu lange mit mir. Ihr? Ich habe euch einen Sinn gegeben, als diese Stadt euch nicht mehr wollte. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Stopp! Ihr glaubt doch nicht, dass ihr euch Abschaum ihren heiligen Gral überlässt. Ja, auf dem Weg, ne. Wen beschützt du? Das System oder die Menschen? Versprich es. Versprich uns, dass sie nicht davonkommt. Was für eine Los, ich kümmere mich darum. Ja, genau das ist es. Boah. Ja, gut. Toll. Noch ein bisschen gefoltert, Organe rausgeholt oder so. Wäre besser gewesen. Tja, Datsack, euer Wunsch hat sich erfüllt. Mary kann jetzt nicht mehr fliehen. Ich wollte das auf die korrekte Art machen, aber nach allem, was ich gesehen habe, konnte ich sie wohl nicht am Leben lassen. Sie hat es verdient, Lau. Und es ging nicht anders. Wegen all der Leben, die sie zerstört hat. Wegen Angel. Es war richtig so. Mary Kelly hat bekommen, was sie verdient hat. Wenn sie streng nach Vorschrift gehandelt hätten, wäre sie schneller wieder draußen, als man Mafia-Anwalt sagen kann. Ich weiß nicht. Das war eine Form von Gerechtigkeit, aber nicht meine. Zumindest habe ich das so gesehen, als wir angefangen haben. Auch wenn die Königin tot ist, werde ich ihnen ihre Plankette untertan, ihre Arbeit vorführen wollen. Da hast du recht, Bagley. Ich sperre die Ohren auf und wenn ich von weiteren Clan-Kelly-Tricks höre, erfahrt ihr es als Erste. Ihr seid gute Partner, Datsack. Machen wir weiter so. Entschuldigung, das war ein bisschen zu viel, glaube ich.
Ja, super. Okay. Ich konnte es mal wieder nicht lassen, ich weiß. Ja, aber es sah gerade so schön aus, wo die alle da standen. Ja gut. Ja gut, ja gut, ich habe das Ding ja nicht rausgeholt, weil es ist unnütz gewesen. Der hat halt kam wahrscheinlich vom Server. Karte. Warte. Spionspielchen. Seltsam. Einer unserer Server wird ununterbrochen vom WLAN eines bestimmten Star Roger Coffees angepingt. Und was spielt das für eine Rolle? Ja, zuerst hielt ich das für Noise, aber dann habe ich die Pings dekodiert. Das ist Morse. Drei Buchstaben, die immer wiederholt werden. Ich bin ganz Ohr. S. O. Und dann kommt S. Dann sehen wir uns das doch mal an. Gib mir die Koordinaten. Entschuldigung. Ich kann es nicht lassen, ich weiß. Entschuldigung. Dämliche Roboter. Dämliche Roboter, ja. Dämliche Roboter. Alles dämlich. E-Auto-Scheiße. E-Auto-Fucker. Was man in E-Autos machen kann, explodieren lassen. Du bist ausgewählt. Bist du bereit? Ich kann's kaum abwarten. So fickrig bin ich, Bags. Sie fühlt sich fickerig. Laufen erstmal hin. Obdachlos. Wow, beeindruckend. Na, fertig mit dem Wutanfall. Kein Problem, ich hab Zeit. Hilfe! Yeah! Hi! Das hier geht nicht. Kacke! Okay. Unterhosen verstehe ich einfach nicht. Ah, ich untersuche das Notsignal, das kann die auch. Ich bin da. Was jetzt? Es scheint keine offensichtliche Gefahr zu geben, oder? Dann setz dich und ich pinge die IP an, die uns das Notsignal geschickt hat. Oder? Es interessiert mich ein Scheiß, was du sagst. Warte, warte.
Er? Ein Klapphandy? Willst du mich etwa verarschen? Das ist ein Kryptophon. Es ist sicher. Jedes Gerät im CTOS kann angezapft werden. Wenn man uns belauscht, sind wir tot. Und zwar beide. Scheiße, wer ist da? Unwichtig. Wichtig ist, dass ich Insider-Informationen zum Sirs habe. Ich glaube, dass skrupellose Officer die Spur auf euch gelenkt haben. Ich sag's nicht gern, aber vielleicht kann nur DedSec sie aufhalten. Ich höre zu, aber ich verspreche nichts. Gut, ich habe die Koordinaten eines Treffpunkts auf einem Gerät in dieser Einrichtung versteckt. Hey Berkeley, Sabine, was haltet ihr von dem Ganzen? Okay, das ist uncool. Dieser Sirs-Typ meint also, dass Zero Day in Wahrheit Typen von Geheimdienst sind. Macht irgendwie schon Sinn. Die Anschläge waren für Außenstehende zu ausgeklügelt, aber der Sirs könnte das. Offiziell nutzt der SRS Signals Intelligence Response Service CTOS-Überwachungsdaten, um terroristische und kriminelle Bedrohungen zu identifizieren. Dann schicken sie Albion los, um alles abzuballern. Zum Beispiel... Als Reaktion auf die Gewalttaten in London verlängert der Sirs das Recht der Anwendung von Schusswaffengewalt für Polizeitruppen und Albion-Sicherheitskräfte. Inoffiziell liest der SRS mit deinen Daten deine unartigen Gedanken und verhaftet dich dafür. Das wären dann Mittel und Gelegenheit. Fehlt noch ein Motiv. Der Sirs ist ein Faschistenhaufen, aber sie sollen Gruppen wie Zero Day von Terroraktionen abhalten. Wie so eine anzetteln. Frag den Typ, wenn du ihn triffst. Er hat letztes Mal darüber geredet und da meinte auch eine, normalerweise ein Handy, da hat sie keinen Bock mehr drauf, dauernd abgehört zu werden. Also es ist genau dasselbe Spiel in Grün, also wir haben das ja Bauarbeiterin. Na gut, wir machen erkennen Wechsel. Und wir hatten darüber geredet, dass sie sich, die wollte sich auch ein Handy holen, was nicht Smart Hold ist. Zeig wird noch mehr als nur das tun. Okay, triffst du ihren Kontaktperson, dann machen wir das schon. Dann machen wir das schon mal. Ich wollte mich eigentlich selber killen. ja. Ah, Problem. Er ist nicht hier und es sieht nach einem Kampf aus. Was machen wir jetzt? Vielleicht ist der SIRS an ihm dran. Wenn du auf das Überwachungssystem der Gegend zugreifen kannst, kann ich alles in AR nachbauen. Ich werde versuchen. Okay. Da waren wir auch schon mal, ne? Kann das sein? Ja, haben wir auch schon mal gemacht. Haben wir auch schon gemacht. Er hat schon gemacht.
Das war's. Jetzt geh zurück und ich rekonstruiere, was mit unserem Kontakt passiert ist. Also bevor wir da hingehen, sage ich Dankeschön fürs Zugucken. Das war Watch Dogs für heute. Gebt dem Video Daumen hoch, liken, abonnieren, kommentieren und so kann ich mehr Reichweite kriegen. Aber ihr wisst ja Bescheid eigentlich, ne? Okay, Dankeschön fürs Zugucken. Bis dann. Ciao.